In diesem Video erfährst du, wie man ein Türschloss auswechselt. Nicht nur den Schließzylinder, sondern das komplette Einsteckschloss. Ich zeige das Vorgehen Schritt für Schritt am Beispiel vom Türschloss an meinem Gartenhaus. Das Prinzip lässt sich aber auch auf andere Außentüren übertragen, wie beispielsweise Haustür, Garagentür oder Kellertür, wenn sie mit einem gängigen Einstecktürschloss ausgestattet sind. Bevor wir das Türschloss entfernen können, müssen wir zunächst den Schließzylinder ausbauen. Auf der Höhe vom Schließzylinder befindet sich in der Türfalz dafür eine Schraube. Die Gewindeschraube fixiert den Schließzylinder. Wenn wir sie komplett entfernt haben, ist der Zylinder bereits locker, lässt sich aber noch nicht herausziehen. Dafür müssen wir zunächst den Schlüssel reinstecken und ihn je nach Modell entweder nach rechts oder links etwas drehen, ca. 20 bis 30 Grad. Dadurch bewegt sich die Schließnase in Nullstellung und der Profilzylinder lässt sich dann gerade nach vorne herausziehen. Er könnte durchaus etwas fester sitzen, dann hilft leichtes Rütteln meistens weiter. Normalerweise sollte der Schließzylinder auch nicht so weit hervorstehen, wie es hier bei mir der Fall ist, sondern nahezu bündig mit dem Beschlag abschließen. Wenn er weiter übersteht, machen wir es Einbrechern unnötig einfach aufgrund der größeren Angriffsfläche. Hier beim Gartenhaus hatte ich einen alten, noch vorhandenen Schließzylinder verwendet und der Sicherheitsaspekt ist nicht so relevant. Als nächstes müssen wir noch die Türgriffe und den daran befestigten Vierkantstift entfernen, bevor wir das Türschloss ausbauen können. Denn er geht durch die gesamte Tür und das Türschloss hindurch, sodass sich das Einsteckschloss nicht herausziehen lässt, wenn die Türgriffe noch montiert sind. Ich habe hier zunächst die Türschildbeschläge gelöst, bevor ich den Türgriff entfernt habe. Nicht immer ist es nötig, auch die Beschläge zu entfernen. Manchmal können die Türgriffe mit dem Vierkant auch so demontiert werden. Um die Türschildbeschläge zu entfernen, musste ich die zwei Schrauben auf beiden Seiten lösen. Auf der Innenseite musste ich dabei entsprechend gegenhalten, damit sich die Schraube nicht mitdreht. Denn hier wurde eine Verbindungsschraube bzw. Hülsenschraube benutzt. Je nach Hersteller kann es auch sein, dass die Abdeckungen für die Beschläge nur aufgesteckt sind und erst entfernt werden müssen, bevor Schrauben sichtbar sind, wie hier beispielsweise zu sehen. Als nächstes kümmern wir uns um die Türgriffe. Sie sind normalerweise mit einer kleinen Inbusschraube befestigt, die sich entweder seitlich oder unterhalb von einem der beiden Türgriffe befindet. Hier bei mir ist es die Türklinke an der Außenseite. Normalerweise ist es eher die Innenseite. Wenn die Inbusschraube gelöst ist, können die Türgriffe jeweils nach außen gezogen werden. An einem der beiden Türgriffe befindet sich auch der Vierkant. Der Beschlag auf der Innenseite der Tür ist bereits abgefallen, sobald die Türgriffe mit dem Vierkantstift herausgezogen worden sind. Auf der Vorderseite hält das Türschild bei mir noch, obwohl es nicht mehr festgeschraubt ist. Durch etwas Rütteln lässt es sich auch hier komplett entfernen. Nötig ist das aber nicht. Als nächstes können wir nun die Schrauben für das Türschloss lösen und es endlich ausbauen. Das Einsteckschloss ist seitlich an der Türkante mit zwei Schrauben befestigt. Wenn die beiden Schrauben entfernt sind, kann das Türschloss herausgezogen werden. Möglicherweise sitzt es etwas fester. Das ausgebaute Türschloss können wir als Referenz nehmen für den Kauf des neuen Türschlosses. Hier gibt es verschiedene Maße, die stimmen müssen, wie beispielsweise Stulp, Dornmaß und Entfernung. Das soll aber nicht Bestandteil dieses Videos sein. Hier möchte ich lediglich den Ein- und Ausbau zeigen. Der Einbau vom Türschloss funktioniert in umgekehrter Reihenfolge. Zunächst wird das Einsteckschloss eingesetzt und die zwei Schrauben werden festgezogen. Falls die Türbeschläge entfernt wurden, werden diese zunächst wieder angebracht. Dann folgt der Vierkantstift mit den Türgriffen. Hier wird die kleine Inbusschraube wieder eingesetzt und festgezogen. Es fehlt noch der Schließzylinder. Auch er lässt sich wieder in das Türschloss einsetzen. Dazu muss der eingesteckte Schlüssel erneut etwas nach links oder rechts gedreht werden, damit sich der Zylinder vollständig ins Schloss einführen lässt. Im Anschluss wird die Gewindeschraube, um den Schließzylinder zu fixieren, wieder eingesetzt. Nun sollte idealerweise bei geöffneter Tür zunächst eine Probeschließung durchgeführt werden, um zu prüfen, ob das neue Türschloss einwandfrei und leichtgängig funktioniert. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video.